Uiuiui, ui, ui. Ob der zwischendurch auf dem Boot einpennt? Das sieht ja schon verdächtig, verdächtig aus. Ich möchte die beiden nicht retten. Wäre das schlimm, wenn wir die hier lassen? Hier gibt es nur getrocknetes Holz. Nee, das ist nicht schön. Das ist nicht nett. Ja, die kocht hier fleißig vor sich hin, ja? Das läuft. Macht ja nichts. Es ist ja genügend Brennholz da gewesen. Ist es weg? Alles aufgebraucht! Ja, das ist richtig. Das ist auch das, was bei Universum so ein bisschen mein Problem ist. Ich meine, ich habe das jetzt doch hingekriegt, also dank Chris, der mich nochmal darauf hingewiesen hat, dass das nun mittlerweile geht, dass ich das auf Deutsch stellen kann. Habe ich auch gemacht. Ist aber noch nicht komplett übersetzt, ja. Es sind noch Teile in Englisch. Dieser Sprecher, der dort spricht, der ist so trocken im Humor und da musst du so aufpassen, dass du den richtigen Übersetzungssprecher findest, der auch diesen trockenen Humor hat. Und das klappt meistens nicht. Und so manchen Witz aus dem Englischen oder aus einer anderen Sprache ins Deutsche zu übersetzen, ist nicht unbedingt schön. Das macht jetzt nicht so die übelste Laune, ja? Und hört sich nicht so toll an. So, haben wir den Fischschwarm weg, das ist gut. Wir können. Boah, jetzt fängt es an zu hakeln. Wie ist der Stream? Läuft der bei euch flüssig? Bei mir sieht es jedenfalls flüssig aus. Die Ruinen plündern. So, wir wollten jetzt hier weitermachen. Oder wir müssen hier weitermachen. Genau. Und dann brauchen wir noch Punkte für die Fischerhütte. So, das heißt, wir müssen jetzt hier langsam mal anfangen. Wir brauchen Schrauben. Wir brauchen Schrauben. Moment. Für, 12 Schrauben brauchen wir für den Plastikrecycler. 12. So viel haben wir gar nicht. So, wenn wir die jetzt retten, sind wir tolle Leute, haben dadurch aber nichts gewonnen. Könnten die jetzt hier mal da vielleicht fertig bergen? Und vor allem, achso, ich wollte gerade sagen, wieso nutzen die das Lager nicht, aber machen sie. Ey, wenn wir jetzt noch mehr Leute hier drauf holen. Oh Mann. Wir haben so schon Essensprobleme. Aber auf der anderen Seite laufen denn die ganzen Prozesse auch zügiger ab, ja? Darf man alles nicht vergessen. Das Pferd heißt im Englischen. Ja. Nee, nur mehr, die essen wollen, ja. Aber wie gesagt, am Ende brauchen wir aber auch die Leute, die das Essen produzieren. Ja, ich meine, wenn wir hier eine Werkstatt haben, wo was gebaut werden soll, dann fehlt der schon bei da am Essen kochen und hin und her und das Wasser hin und her schleppen und Schnickschnack. Hast du keinen, der auf See fahren kann und. Also theoretisch brauchen wir sie. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir so viel rumreisen, dass wir möglichst schnell noch das Metall kriegen. Kriege ich hier auch vielleicht mal die Punkte? Oder habe ich die schon gekriegt? Ach, das waren die Punkte von vorhin, okay.
Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch weiter reisen. Wir brauchen das Metall und die Forschungspunkte, anders geht das ja nicht. Und dann wäre das ganz sinnvoll, wenn wir auf lange Sicht noch mehr Leute dabei hätten. Ja. Weil dann wartest du hier nicht ewig und drei Tage, weil wenn der jetzt mit dem Boot rausfährt, merkt aber, oh, hier muss irgendwas hin und her gepackt werden, dann macht der das. Ich meine, gut, ich könnte einstellen, dass er es nicht macht. Aber so versorgen sie sich wenigstens zeitweise selbst, ja. Weil man hat ja nicht immer alles auf dem Schirm. So, wir nehmen die mit. Wir nehmen die mit. Komm, wir retten die. Dann haben wir halt noch zwei mehr an der Backe. Macht doch nichts. Ah, die nächsten retten wir nicht. Vielleicht. Die kriegen auch gleich ein Bett. Ich hasse mich jetzt schon für diese Entscheidung. Oh, ja. So, warte mal, hier sind ja noch Fischer. Dann nehmen wir die Fischis auch noch mit. Und dann wollte ich sagen, da wir ja langsam aber sicher Holzmangel haben und Plastik. Also wir haben von allem irgendwie Mangel. Solange bis das da weggefischt ist, was nehmen wir mit Holz? Holz ist, glaube ich, wichtiger. Dann schicken wir da beide Boote hin. Dann ist gut. Den Plastik haben wir ja direkt hier vor. Das würde ja auch noch gehen. Können wir hier noch einen schicken, der hier abtaucht. Ein bisschen Plastik hier raussammelt. Das ist direkt vor der Haustür. Da brauchen wir kein Boot hinschicken. Das hättest du selbst besser hingekommen, ja. Was? Das verstehe ich jetzt nicht, Steffen. Was habe ich denn falsch übersetzt? Gar nichts? Jetzt habe ich. Verstehe ich jetzt nicht, was du von mir. Holt doch mal schneller die Fische da ran! Ich überlege schon, ob ich noch ein zweites Fischerboot baue. Wäre vielleicht angebracht. Dann haben wir zwei Fischerboote, zwei Bergungsboote. Dann sind wir damit überall ein bisschen flotter unterwegs. Ich glaube, das machen wir auch. Nö, machen wir nicht, weil wir kein Seil haben. Mach mal ein Seil. Sei mal ein guter, los. Aber wir haben doch so viel Konserven gehabt. Haben wir das jetzt alles aufgefuttert? Gibt's ja nicht. Das gibt's doch ja nicht. Ja, natürlich müssen jetzt alle hungern. Ist doch völlig klar. Was denkst denn du? So, haben wir jetzt das? Komm, pack's ins Lager. Danke. Nicht schön, aber selten. So, das können wir machen. Jetzt baut da mal noch so ein Ding hin, dann baue ich euch noch ein Fischerbötchen. Jetzt haben wir kein Wasserproblem mehr, jetzt haben wir ein Nahrungsproblem. Können wir die eigentlich auch wieder über Bord werfen? Geht das auch? Aber die altern doch auch, oder nicht? Dann sind sie altersschwach und fallen hier so von der Planke und dann sind sie weg. Wahrscheinlich ist ja wirklich jeder sich selbst der Nächste, ja? Nee, kriegst du nicht. Leert das Inventar. Ja. Nee, kann ja nicht den Fährmann rufen. Es tut mir leid. Ist jetzt alles an Fisch weg?
sieht so aus. Komm, jetzt bringen wir diesen Fisch da ran. Ach, das war nur noch ein Fisch. Na, wie geil. Okay, müssen wir weiterreisen. Und zwar dringendst. Wir sind hier, wir können nur noch hier hin. Verlassene Stadt, Viadukt. Wo nun denn? Weiter geht's. Kannibalismus. Echt mal. Nee, du hattest doch gerade beim... Wenn ich das beim Schreiben so mit... Ich bin nicht satt. Ich habe mein Baguette immer noch fast komplett hier neben mir liegen. Kann man denn nicht mal einen Fischschwarm direkt neben seiner Stadt finden? Das ist alles Plastik, ja? Alles Plastik, Plastik, Plastik. Oh. Ist hier gar nichts? Ist hier kein Fisch? Nee, Moment. Doch, da. Sofort dahin. Sofort. Und jetzt bauen wir hier bitte noch ganz schnell ein Fischerbötchen. Ach, hier nichts plündern. Dann müssen wir hier... Ach, hier ist ja ein Schwarm direkt neben dem Bötchen. Ah, hier gibt es ein bisschen mehr Fisch. Komm, haltet durch, Leute. Bitte nicht sterben. Da gibt es bestimmt viel zu finden. Die Möwe ist auch der Knaller, ja? Hämmerst du mit? Komm, nicht sterben, nicht sterben. Seid lieb. Ganz schnell. Oh, und dann kriegst du nur blödes Holz. Komm, haltet durch, ihr schafft das. Vor allem, wir haben doch hier Fisch. Was hat der gerade gebracht, ne? Haben wir kein Brennholz? Nein! So ein Schwachsinn. Wir haben kein Brennholz mehr. Das ist das Problem. Warum sagt denn das keiner? Oh Gott, jetzt müssen sie durchhalten. Haltet durch. Nicht sterben, bitte nicht sterben. Essen ist da. Das wäre jetzt richtig bitter. Oh mein Gott. Panda, ja. Brennholz. Komm, Möwe. Bring mal bitte das Brennholz, das Brennholz weg. Könnt ihr auch machen. Ja. Gott sei Dank. Sie kocht. Macht mehr Holz. So, jetzt muss ich mal einen Schluck Tee trinken.
Bring den Fisch, bring den Fisch. Trink einen Schluck, jawohl. Iss was. Und dann kannst du weiter kochen. Genau. Ja, komm. Mach einfach. Einfach machen. So, wir haben 78 trockenes Holz. Das heißt, er kann genügend Holz hacken. Fisch haben wir auch eine ganze Menge da, wie es gerade aussieht. Ne? Gut. Der Fischschwarm wird beangelt. Der Fischschwarm ist weg, ne? Boah. Der war ja hier. Hinter der Insel ist auch noch ein Fischschwarm. Komm, ehe wir den übersehen. Nehmen wir den mal mit. Jetzt ist der hier weg. Okay. So, dann schicken wir nämlich... Achso, brauchen wir ja nicht. Dann können wir ja... beide Boote hier drauf ansetzen. Von hier brauchen wir erstmal nichts, ne? Die haben alle Hunger. Oh nein! Komm, ihr müsst durchhalten. Ich mache jetzt mal kurz aus. Ich mache die Distille aus, damit die uns hier ja nicht das Brennholz wegklauen. Ey, wir haben so viel Fische überall. Die werden sterben. Nein, bitte nicht. Thank you.